Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Wie ihr sehen könnt, ist es schon recht früh wieder. Ich habe ein bisschen die Zeit genutzt, ein bisschen Steine abgebaut. Und zumal wir auch eine Horde über uns haben und ich hatte jetzt gerade die Armbrust auch sowieso nicht dabei. Habe ich mir gedacht, da gehe ich lieber ein bisschen tiefer hinten in die Höhle rein und baue da ein bisschen ab, damit unserem Heim hier nichts passiert. Jetzt aber erstmal schauen. Zement. Zement machen wir mal eben hier raus. Cobblestone Rocks. Dann die Armbrust natürlich wieder mitnehmen. Hatte ich. Genau, hier die Patronen. Wo hatte ich denn Potassium? Potassium hatte ich hier drin. Eine leere Flasche. Hier habe ich das auch falsch gemacht. Das habe ich oben immer trinken und unten das andere. Egal, ein bisschen Lebensenergie auftanken. Jetzt bin ich jetzt am Falschen gegangen, schon wieder. Da kommt es hin, genau. Gut, den Hammer stecken wir erstmal weg. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um den Rest, aber sieht schlecht aus ohne Pfeile. Haben wir... Stopp. Machen wir das mal eben anders. Ich brauche ein paar Steine. Stickies haben wir. So, dann machen wir nämlich ein paar Balls. 20 Stück ist immerhin besser als nichts. Steine haben wir jetzt auch wenigstens ein paar. Das können wir weglegen. Eisen. Wir müssen natürlich auch mal wieder langsam mal wieder Zeug einschmelzen, aber machen wir nicht jetzt. Cobblestone Rocks werden bei weitem nicht reichen. Da muss ich dann offline sehr viel entweder hier Steine abbauen oder wir müssen da zusammen in zerstörte Biom. Ich brauche die Sticks auch, um die Armbrust zu reparieren. Sehe ich gerade. Wie sieht es denn mit der Kleidung aus? Da müssten wir auch mal reparieren. Zumindest die beiden Dinge. Haben wir noch Lederstreifen, oder? Ja, haben wir. Gut, dann machen wir das mal eben. Wellness steigt. Ich habe nämlich einmal Antibiotika reingeschmissen, damit unsere Wellness ein bisschen hoch geht. Weil ich spiele ja selber mittlerweile, für mich habe ich auch mal wieder Zeit gefunden, 7 Days to Die zu spielen. Und da habe ich die Wellness auf 160 hoch und das ist ein gigantischer Unterschied. Als hier zu meinem Let's Play. Dann wollen wir doch mal schauen. Hier tummeln sich eine Menge Bienen rum. Ich habe Kotzer gehört, ich habe Kreicher auch gehört. Ach, da unten tummeln die sich alle. Dann kommt mal her, ihr gebt ja eh keine Ruhe, bevor ich euch nicht beseitigt habe. Aber irgendwie hier zu dem freien... Wow, Gelände. So, die hätten wir schon mal beseitigt. Das nehme ich mit. Na super, da hinten sind auch noch welche. Dann ist da ein Hund. Da hinten war ein Hund. Oh. Das ist schon wieder so ein Feral-Zombie. Können wir mal ein bisschen an... knipsen. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Die Biene hört sich so verflucht nah an. Aber in Wirklichkeit ist sie noch sehr viel weiter weg.
Irgendwas Lilanes, das ist sehr gut. Sehr gut. Looten wir sofort. Na super, der hatte nur zu essen dabei. Hat eigentlich die Hoffnung, dass wir da mal ein bisschen was Besseres kriegen. Vitamine. Das ist auch gut zum Medikamenten herstellen. Dann kümmern wir uns mal um Dickerchen. Wahrscheinlich jetzt gerade nicht so günstig. So, wow, eine grüne Pistole, die auch funktionstüchtig ist. Wir werden uns natürlich noch zu gegebener Zeit was zusammenbasteln, das ist kein Thema. Aber das wollte ich erst machen, wenn das Haus halbwegs steht, wenn die Mauer steht, dass wir da sicher sind. Aber irgendwie kommen wir nie dazu, wegen dem ganzen Stress hier. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Die Bienen, das wäre jetzt Pfeilverschwendung. Haben wir denn so jetzt alle? Nein, noch nicht ganz. Dann du noch. So. Haben wir es so langsam? Steht auch noch ein Vereinzelter rum. Der nochmal eine Drehung macht, eine sehr merkwürdige. Ich hoffe jetzt, dass wir das so langsam mal haben. Ich finde es jetzt nur noch die blöden Bienen. Da war doch gerade eine. Wo ist sie denn? Komm, greif mich an. Ja, hier bin ich. Hau doch nicht so weit ab. So. Da war auch noch ein, zwei Gäste. Können wir die Vitamine vielleicht mal nutzen? Jawohl. Hat sogar gebracht. Wie sieht es hier mit aus? Ich glaube, das haben wir schon. Ja. Dann würde ich sagen, bringen wir mal Zeug weg und dann machen wir unsere Taschen leer und dann ziehen wir mal endlich los. Es wird auch Zeit. Ich wollte ja schon in der letzten Aufnahmesession in die Stadt. Aber es kam irgendwie immer was dazwischen. So, dann schauen wir mal. Ach, Pfeile ist natürlich nicht so pralle. Dann nehme ich besser Steine und so weiter mit. Dann können wir unterwegs Federn eventuell machen. Federn finden und Pfeile machen, so rum. Hier, die Pistole. Ansonsten müssen wir auch die nehmen. Wir haben da 120 Schuss, wenn wir relativ sparsam damit umgehen. Boah, Sniper-Parts. Finden hier echt extrem seltene Sachen. Das nehmen wir einfach jetzt mal, auch wenn es sehr schlecht ist. Hier haben wir noch einen Knochen, den können wir noch nehmen. Sandwich. So. Honig. Den Rest LED. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Endlich mal wieder in die Stadt. Habe ich die Markierung noch gesetzt? Nein, habe ich nicht.
Ich habe auch, ja, habe ich dabei. Gut. Jetzt ziehen wir endlich mal wieder los. Was sagt denn der Timer? Ja, ein bisschen was können wir noch machen. Und wenn, dann ist das Ende dieser Folge und der Mittelpunkt, also bis zum Mittelpunkt der nächsten Folge, halt alles Stadtloot-Tour. Ist ja auch nicht so schlimm. Obwohl wir eigentlich zum Bauen kommen müssten. Das hat eigentlich oberste Priorität. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ja, Tee bräuchte ich eigentlich nicht mitnehmen. Ich werfe das nochmal wieder weg, weil den Platz können wir uns dann lieber sparen. Steine hingegen müssen wir mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir ein paar Crossbow Balls machen. Ansonsten haben wir noch den Bogen oder die Pistole, aber die Pistole möchte ich jetzt noch nicht so gern nutzen. Und wichtig wäre es natürlich jetzt auch mal unser Heim. Ich laufe hier gerade vollkommen falsch. Unser Heim fertig zu kriegen. Dass wir dann endlich mal selber die Produktion starten können, was das alles anbelangt. Aber okay, wenn wir jetzt hier falsch gelaufen sind, ist vielleicht nicht so verkehrt. Vielleicht finden wir ein Vogelnest, so wie hier. Ja, 4 Federn. Damit können wir wieder ein paar Balls machen. Steine dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und Federn nehmen wir natürlich alle mit. Ja, ja, du bist böse. Nun komm mal her. Ich vergesse das immer wieder mit der Ausdauer und die hatte sogar Federn dabei. Das ist natürlich sehr praktisch. Wir haben nur eine halbe Energie. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt mal weiter zur Stadt. Super. Jetzt habe ich die Axt auch nicht dabei, ich Idiot. Erstens, um die Vogelnester kaputt zu machen und zweitens, wenn da Türen verschlossen sind. Mist. Ich kann mir die auch gar nicht herstellen, weil wir gar nicht genügend Eisen haben. Aber Pfeile kriegen wir so langsam wieder dazu. Oh, Öl, sehr gut. Wenn wir auch noch zur Genüge brauchen, wenn wir erst die Waffen haben. Die Schusswaffen und da haben wir einen Airdrop. Boah, Wahnsinn. Dann können wir jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt mal ein bisschen verschwenderisch sein. Das nutzen wir. Das hier ist noch, okay, das ist noch von der Antibiotikum. Essen wir uns was, wenn es steigt, 197 wäre ein bisschen krass viel. Wie lange dauert das mit der Pickaxe, das blöde Ding hier wegzumachen? Ah, ich hätte die Axt mitnehmen sollen, das ärgert mich gerade selber. Das dauert ja Ewigkeiten. Okay, das war das letzte Vogelnest, das wir mit der Pickaxe kaputt gemacht haben. Weil es einfach zu lange dauert. Die Axt ist da wesentlich effektiver. Wir haben auch noch ein SMG-Teil bekommen. Leider ein sehr schlechtes, aber immerhin. Wir wollen ja nicht so, so sehr jammern wegen so etwas. So.
gut, dass das Antibiotikum noch wirkt. Wir könnten uns dann noch was reinpfeifen, damit unsere Wellness weiter steigen wird. Zwei Kaninchen. Hat er nicht noch ein drittes? Haben wir wenigstens ein bisschen Fleisch. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir haben die Kaninchenpopulation in unserer Region gerade stark nach unten geschraubt mit drei toten Kaninchen. Da sind schon überall Fackeln an den Häusern. Dann schauen wir mal mehr da hinten. Wow. Genau. Kriegen wir da noch ein paar... Jawohl, das klappt. Da müssen wir auch mal wieder jetzt wirklich nach Stein schauen. Venus 98, das gefällt mir. Hier hatte ich das letzte Mal noch Brass übersehen. Oder wie sehe ich das? Hatte ich das Haus auch komplett gelootet? Ich kann mir die Frage gerade selber nicht beantworten. Sehr gut, also unser Loot bisher ist ja schon hervorragend. Diese Tour hat sich ja schon auf jeden Fall gelohnt. Oh, noch mehr Motoröl. Also Motoröl ist verdammt wichtig. Wie es aussieht, haben wir das doch komplett gemacht, das Haus. Dann gehen wir mal weiter. Das Haus hier könnten wir kaputt schlagen, um Scrap Iron zu kriegen. Aber jetzt mit dieser billigen Spitzhacke und momentan haben wir ja noch Minen und so weiter in der Nähe. Das kann man dann irgendwann machen, wenn das Eisen wirklich ausgeht. Und wie gesagt, ich spiele das Ganze ja auch schon so für mich. Offline und da habe ich noch nicht solche Probleme und ich bin schon an Tag 48. Also das dauert ein wenig, bis man zu solchen Problemen kommt. Ich mache mir auch die Fackel mal da unten rein. So. Ah, hier waren wir wohl schon. Sieht mir danach aus. Aber ich hatte von der Seite keine Fackel gesetzt. Und die Seite sieht ein bisschen problematisch aus, aber... Ach so, ich erinnere mich, das ist das Doppelhaus. Das Doppelhaus, das hatten wir schon so oft. Ich kann mich erinnern. Hat er schon Kultstatus hier in dieser Staffel. Dann gehen wir mal hier neben dem Doppelhaus rein, wo natürlich verschlossen ist. Müsste das leider mit der Spitzhacke kaputt hauen. Weil der Extrem mal wieder sehr schlau unterwegs war. Und die Axt vergessen hat. Vielleicht haben wir ja Glück und finden eine Axt. Eine lilane, das würde mich sehr freuen. In meinem Offline-Modus habe ich eine lilane Spitzhacke gefunden, aber keine lilane Axt. Wir kriegen gleich Besuch, wie sich das anhört. Oder kommen die überhaupt hier hin? Ja, die könnten hier hinkommen. Ist eigentlich nicht so das Problem für die. Ist auch wieder so ein komisches Doppelhaus. Hier ist das Biom irgendwie sehr merkwürdig aufgeploppt. Brass nehmen wir gerne mit.
Ausdauer lässt nach. Die Spitzhacke geht so allmählich kaputt. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Zeug klein hier. Ich schaue da nur hin, weil ich nicht unbedingt überrascht werden möchte. Hunting Rifle Book haben wir auch schon. Können wir direkt klein machen. Spitzhacke reparieren wir mal. Oh. Haben die zwei Brüder sich da durchgeschlagen. Keine Lampe. Solch eine Schande. Hier können wir dann rüber. Das nehmen wir noch mit. Haben wir auch mitgenommen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal nach oben. Der war nicht schlecht. So, dann halt so nach oben. Und ich sehe auch gerade, wir sind schon wieder am Ende einer Folge von Seven Days to Die. Ich würde sagen, wir durchsuchen das Doppelhaus hier auch noch, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, nämlich schon übermorgen. Und bis dahin. Tschüss.